So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Wurgir Let's Show. Hier im Bild seht ihr schon unser neues Wurgir V3 Epic Face. Der Name war natürlich sehr schlau überlegt. Ja, das ist natürlich ein super cooles Wurgir und ich würde sagen, wir fliegen direkt auch mal rein unten, oder? Also hier unten haben wir so ein paar Beine. So. Und da drüben ist so eine kleine Plattform, wo wir rein können. Genau. Mit ein paar schlaue Leitern. Und da haben wir hier unsere Kugel. Wo wir sehr viele Kanonen und so haben. Und zwar gar keine. Genau. Wir haben hier einen schönen Sitz. Richtig stylisch gemacht. Direkt unter unserem Energy Core, was ja hier auch steht. Das ist unser Energy Core. Der gibt uns die ganze Energie für das Wargear. Genau, damit wir damit rumfahren können und natürlich eben die Gegner besiegen können. Leider haben wir hier nicht genug Platz für Kanonen gehabt in diesem schönen Wargear, aber naja. Im V4 wird es dann anders sein. Ja. Im V5 meinst du? Das ist V3. Genau, V3, ja doch. Das ist V3. V3. Naja, weil wir jetzt schon V4 gebaut haben und alles. Ja, deswegen war ich jetzt. Trotzdem hat V4 aber Kanonen. Ja. Ist nur von der Optik her gemacht. Genau. Ich wollte ihn leider ein bisschen asymmetrisch, aber das ging leider nicht besser. Aber sonst ist alles nett. Ja. Ja. Natürlich hat unser Nachbar hier draußen auch ein Wurgel gebaut. Kannst du mal herkommen, ja. Das ist nämlich sein V3. Das heißt Atom Shadow. Und das ist auch hier. Ja, das steht natürlich auch hier unten. Das sind natürlich unsere Nachbarn hier. Das sind unsere Geheime Schüler und Prof. 14. Ja. Ja, das sind unsere Nachbarn. Ja, also wir haben natürlich erstmal gestaunt über das Wurgel, was sie gebaut haben. Weil im Gegensatz zu unserem ist das natürlich größer und hat mehr Kanonen. Aber... Er hat doch gar keine Kanonen. Also ich sehe keine. Ja, stimmt, ja. Hat ja gar keine Kanonen. Stimmt, ja. Fail. Also wie unseres, also wir sind gleich stark. Genau, wir sind gleich stark eigentlich, das stimmt. Unsere Nachbarn sind cool. Ja, aber weil unseres nicht so schön groß ist, würde ich sagen, wir zeigen einfach mal das von unseren Nachbarn, oder? Ja, fliegen wir doch mal drumherum und gucken uns mal an. Da werde ich schon im Chat wieder angeschrieben, weil, falls die es noch nicht gecheckt haben, ich bin Support jetzt auf dem Server. Das heißt, die Leute werden jetzt öfters in... Oh, ich schreibe mal kurz. Gut, dass ich noch kein Supporter bin. Ich bin sowieso im F1-Modus. Ja. Oh. Nee. Ich habe auch viele Kanonen, die wir eingebaut haben. Also die Kanonen, die jetzt hier auf dem Anbau sind, die haben wir allein gebaut. Genau. Seht ihr hier alle? Genau, in unser schönes V3. Die Nachbarn natürlich auch. Die haben auch alle Kanonen, die auf dem Anbau sind, eingebaut. Ja. Hier ist unseres und das ist das von denen. Genau. Wir haben richtig viele Kanonen. Muss ich schon sagen. Ja. Aber das Beste, was ich gemacht habe, ist das Face. Ja, das finde ich, das ist mir am besten gelungen. Aber ich würde sagen, wir schweifen ja nicht so stark ab und bleiben mal hier beim V3 von unseren Nachbarn. Komm mal mit zum Eingang, wenn du jetzt schon drum herum geflogen bist. Und zwar heißt das Wurgel von unseren Nachbarn Atom Shadow V3. Das seht ihr jetzt auch den Namen, da könnt ihr dann das... Genau, also so genau heißt, ihr könnt doch im Auto-WGK einfach so einfügen, weil genau so heißt das. Ich finde keiner spielt auf dem Server. Egal, komm mal rein. Wir haben hier natürlich einen schönen Eingang mit Redstone-Lampen und danach ziehen wir eher den Close-Zone. Finde ich nett. So, dann geht's hier eine Leiter hoch. Und dann sind wir hier schon in der ersten Etage. Hier ist alles mit Closestone beleuchtet, wie im V2 auch. Da geht es einmal hier rechts zu einer Kanone. Das ist eine 9er Stich. Ich belaut's mal. Du belaut's mal, genau. Also wir haben auch Baurechte nur bekommen, damit wir das auch zeigen dürfen. Genau, wir haben sie nämlich davor gefragt. Leider ist das noch die falsche Version von der Kanone, weil dieser Repeater hier, der ist total unnütz. Könnten wir auch weghauen, aber egal. Das ist einfach da. So. Dann haben sie dann natürlich genau das gleiche. Da schieße ich jetzt mal. Die Kanone ist auch nicht gespiegelt oder so. Die ist immer gleich. Deswegen
Das ist hier extra so ein Treppchen, womit man dann so schön beladen kann. Genau. Aber man braucht durchschnittlich vielleicht ein paar Sekunden, weil wir damit auch schon mal gekämpft haben mit dem Wargear. Also mein Rekord ist 7 Sekunden für die Kanone zum Beladen. Ich zocke auch. Ich habe nie gezählt, ja. Irgendwie. Kommst du mal in die Etage? Ja, gut. So, hier sind wir jetzt natürlich in unserer Brücke. Das Schloss ist jetzt irgendwie... Von den Nachbarn in der Brücke. Genau, ach ja, stimmt. Ja, von Nachbarn in der Brücke, sorry. Ich bin noch gewöhnt, dass wir eben immer nur unsere Burge zeigen. Deswegen bin ich gewöhnt, immer unsere Brücke zu sagen und so ein Scheiß. So, der Code von unseren Nachbarn ist, weil die mich natürlich abonniert haben und mich so cool fanden, ist das 14 für 14 von Profil 14 halt. Und dann einmal den Knopf drücken und schon ist das Ganze offen. Dann natürlich wieder die Hebel zurücksetzen, damit das nicht jeder checkt, dass da der Eingang ist. Dann gibt es hier den Tür-zu-Knopf. Drückt man drauf. Dann geht die Tür zu. Und der Tür-auf-Knopf, der ist nicht dazu da, um die Tür dauerhaft aufzulassen, nämlich nur ganz kurz. Eben damit du durchwischen kannst. Genau, damit man durchgehen kann. Und so, aber wenn ich keinen Bock habe, das so zu machen, gehe ich einfach kurz rein und mache die Tür auf. Oh. Es war vielleicht nicht so praktisch, mit einem Kompass das zu machen. Da hat mich schon wieder jemand angeschrieben. Jetzt sieht man die ganze Technik, das finde ich jetzt auch nicht so cool. Dann, gut. Ich habe es ja schon gemacht. Ich bin ja jetzt schon in der Brücke. Achso, ja, warte, ich komme gleich mal. Ich bin noch ein paar Etagen zu hoch, ich habe mich zu hoch gebaut. So, mach geil. Mal auf, ich komme rein. So, wir haben hier die Eingangstür, die kann man von hier oben blockieren, dass jetzt keiner mehr raus und rein kann. Wir haben die Scheinwerfer, das sind eben die Scheinwerfer draußen. Andere Frage. Ah, okay, ich wollte mich schon wundern. Okay, also Scheinwerfer sind draußen eben. Weil unsere Nachbarn mal das Wurgier abgerissen haben mit Copy-Paste, eben Set 0 und so. Deswegen hier drin waren eigentlich noch schöne Bilder und sowas. Das ist auch. Ich habe geholfen abzureißen. Ja, der Schüler hat geholfen, also Brikanto. Hier sind auch jetzt eigentlich zwei Minecarts zum Reinsetzen für die Leute. Aber egal. So, Lichtbrücke habe ich ja gerade schon demonstriert. Aus und an. Jetzt ist hier gerade ein Lichtbug. So, jetzt nicht mehr. So, und da wo du gerade stehst, haben wir noch den Shot für die Brücke, was eigentlich das größte Feature ist, was es hier gibt. So war das hier vorne, dieser Shot. Jetzt habe ich schon wieder so einen Bug. So, da läuft man in dem hier rein. Kann dann da rausgucken und sieht eben den... Au. Ja, und sieht eben halt unser Burg hier. Was natürlich viel kleiner ist. Hier auch schön mit Beleuchtung. Was auch ganz schön ist. Und dann würde ich sagen, ja genau, zu und wir gehen in den nächsten Raum. Oh, du warst noch hinterher gekommen. Ich bin vor dir sogar durch. Ich bin einfach durchgekommen. So, hier oben haben wir dann wieder zwei Neuner Stichs. Ich würde sagen... Auch wieder auf die gleiche Seite? Genau. Ich würde sagen, ich schieße hier, du da drüben. Geht eigentlich recht schnell zu beladen, weil es eben nur eine einläufige ist. Deswegen hat man nicht so viel... Fertig. Naja. Egal. Und da hat ein anderer Supporter ausgeschrieben. Oh mein Gott. So. Sein Kollege. Genau. Mein einer Kollege von vieren, glaube ich. Ja, wir sind sofort. Hier sind nochmal zwei. Vielleicht bald zu fünft. Ja, wenn du dazu kommst. Ah, aber ich gerade ein Ticket. Ach schön. Ja, hier sind wieder zwei Kanonen, 9er Stichs. Und hier ist dann ein kleiner Ausguck nochmal. Läuft man halt hier vor und kann nochmal rausschauen. Man kann ganz schnell sterben, wenn da eine Kanone hinkommt. Genau, deswegen nur benutzen, wenn man sich sicher ist, dass da nichts passiert kann. So, und dann geht's noch nach ganz oben. Und was denkt ihr, was wir jetzt hier oben für Kanonen haben? Ich weite, wir haben hier die 9er Stichs, oder? Nee, das sind 24er Stichs. Ah. Oh mein Gott. Ey, du bist auf der falschen Seite, Dennis ist drüben. Und mir egal. Okay, egal. Dann belad du mal. Ist eine 24er, fast genau dieselbe wie V2. Ich blade sie jetzt einfach mal kurz falsch, damit man den Unterschied sieht. Genau, also... Weil da muss man was beachten. Ja, also belad einfach mal so, wie man jetzt jeder beladen wird eigentlich. So würdest du wahrscheinlich jeder beladen. Aber das ist falsch hier, die dürfen nicht hin. Diese vier TNT dürfen nicht hin, weil die werden nicht gepowert. Jetzt wart geht dadurch die Kanone nicht kaputt, aber... vielleicht... Doch, sie werden nicht gezündet, oder? Ja, Sie werden nicht gezündet, aber sie nerven auch nicht. Doch, das TNT von vorne, nee, könnt drauf liegen bleiben. Hier das. Die beiden. Könnten vielleicht drauf liegen bleiben. Also macht's einfach so und das passt dann. Leg mal Hebel. Oben, die gehen gerade nicht.
Du musst ja gedrückt lassen, du Spaten. Das war ein Bug. Ich habe gedrückt und da ist der Hebel gleich wieder zurück, so. Achso, okay. Gut. Also ich hatte übel den Bug. Ja, cool, dass du nochmal drückst. Ich möchte gerne auch mal beladen. So, dann belade ich halt nochmal. Oh. So. Ich muss jetzt erstmal wieder reingewöhnen, dass es ja eine 24er ist. Weil ich habe schon, in den letzten Tagen habe ich eine 32er Stich gemacht. Die auch recht gut ist. Und deswegen 24er halt geholt. So. Hat geschossen. Natürlich hat jede Kanone einen Tarnshot, deswegen hat man auch von draußen nicht gesehen, dass hier überall Kanonen sind. So, hier drüben haben wir dann wieder dieselbe Kanone. Ist nichts Besonderes. Also auf der anderen Seite genauso. Ja, wir haben hier auf der Seite auch nur zwei. Ich kann ja kurz nochmal zeigen, wie die Kanone heißt. Und zwar ist das die APV-1. Was da steht, weiß ich gerade nicht mehr, aber egal. Ja, APV-1 Geschütz. Achso, stimmt. Atompilz V1. Atom Shadow. Und weil das aussieht wie ein Atompilz, so ungefähr, ist es dann eben AP. Atompilz. So, Atompilz. War das nicht von mir die Idee? Atompilz? Ja, das war seine Idee. So, und auf dem Dach haben wir keine Kanonen, weil, wenn ihr mitgezählt habt, sind das jetzt 12 Kanonen gewesen. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, 10 Kanonen. Oder haben wir noch welche vergessen? Ich zähle nochmal durch. Unten sind 2. Drüber sind 2. Dann nochmal 2 sind 6. Und hier oben sind 4. Ne, sind 10 nur. Egal, haben wir jetzt nur 10 Kanonen. Ich gehe nochmal direkt nachzählen. Ne, ich zähle gerade nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19, 10. Und ja, da wurde schon das erste Ticket geschlossen von Molo. 1, 2. Danke, Molo, für deine Unterstützung. Finde ich immer schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Nee, hä? Wieso habe ich nur 8? Was darf ich jetzt? Ich habe nur 8 gezählt. Ich kann nur 8 zählen. Wo bist du? Bist du hinten oder draußen oder drinnen? Ich gehe jetzt gerade ganz unten. Ganz unten. Ach nee. Zwei. Ja, ich habe was vergessen. Nee, warte mal. Da hier unten sind 2. 2. 2, 2. Boah, mit Optifine rumzulaufen ist voll schwer in dem Wurgier. Boah. Was? Ja. 2. Ich möchte einen Nein, ich kann nicht essen. Oh. 4. 6. Mann. 10. Scheiße. Ich verschreibe mich gerade dauernd. Oh. Okay. Jetzt wisst ihr, wie lange das Video noch geht. Bei mir auf jeden Fall. Wart kurz. Das war's eigentlich mit schon. Mit dem Wurgier. Ja, das wäre das Wurgier. Mach mal bitte, wenn du noch drin bist, mal die Scheinwerfer aus. Warte, wo war die Brücke? Warte, noch eins runter. Ach nee, muss. Warte. Die war da, wo es dann die Leiter so einen kleinen Sprung macht. Hm. Oh, ich bin gleich unten. Bin unten. Der Code 14. So. Licht, Scheinwerfer. Ja, genau. Also unten zuerst geht aus, dann geht oben aus. An müsste genau so gehen. Also zuerst unten, dann oben. Mach mal an. Oh, jetzt habe ich das Licht der Brücke ausgemacht. Genau, zuerst unten, dann oben. So, jetzt hat mir noch mal jemand eine Nachricht geschrieben, deswegen antworte ich noch mal kurz drauf. Das ist nervig. Ja, also Porter ist man eben immer beschäftigt, deswegen nicht viel Zeit für... Ich könnte mir einen Nickname geben, aber... Ja. So, dann ich gebe dich mal raus. Oh. So, jetzt bist du draußen, genau. Und da gehe ich jetzt mal kurz rein und da sehen es deine Leute auch nochmal. So, Schott öffnen. Oh. Ey, wieso nehme ich immer diesen... Wo bin ich hier? Ja, einfach mit dem Kompass hier durch. Ich bin mit dem Kompass hier durch. Oh. Aber ich wollte dann den Hebel mit dem Kompass umlegen. Und das geht ja schlecht.
Okay. So, Eingangstür. Ja, das können wir auch kurz zeigen. Geh mal zur Eingangstür und versuch die mal zu öffnen. Geht nicht. Genau. So, jetzt guck dir nochmal das Licht draußen an. Siehst du es? Jo, erst unten, dann oben. Genau, müsste so passen. Ja. So, natürlich auch den Shot kann man hier natürlich öffnen. So, raus. Ich versuche jetzt auch nochmal die Tür zu öffnen. Geht nicht. Oh, das war wieder der Kompass. Hier. Passiert nichts. Genau. Dann wär's das mit dem Wargear von unseren Nachbarn. V3 eben. Unseres wird leider nicht in der Arena zum Kämpfen bereitgestellt sein, aber das von unseren Nachbarn könnt ihr gerne benutzen. Wir haben die Erlaubnis von den beiden. Und ja. Oh, da wird das nächste Ticket schon vom Moloch bearbeitet. Das ist ja schön. Muss ich nicht mehr machen. Obwohl es genug Tickets gibt für alle. Ja, wäre ich jetzt noch Supporter? Naja, du bist durch meine Bewerbung bist du Supporter geworden. Und ja, sonst wäre ich jetzt auch Supporter, aber naja. Vielleicht werde ich ja heute noch. Vielleicht sind wir ja schon im nächsten Video, wo wir zusammenspielen. Werd man vermeidet die ganze Zeit voll gespammt von irgendwelchen Leuten, die Hilfe brauchen. So. Nein, ich, weil du ein LP hast. Was? Ja, welches LP? Du hast ein LP. Let's play. Ja. Schön. Egal, dann wär's es mit unserem. Ach, mit dem V3 von unseren Nachbarn. Wie schon gesagt, bei mir könnt ihr natürlich. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch dann ist. In die Kommentare schreiben, falls Fragen gibt, Hashtag WG und dann eben eure Frage, so wie schon immer. Und ja. Name steht ja unten dran am Burg, ihr könnt einfach da hinspulen zu der Stelle, wo das dann nochmal stand. Und ja. Wir können mit Optifine nochmal ranzoomen. Nee, das geht von hier oben nicht, sieht man nicht. Von hier. Ich hab's doch gezeigt vorhin. Die Leute können doch spulen. Wozu gibt's YouTube? Hier, da, Adam Shadow 3, freut euch Kekse. Genau, und weil die ganzen Leute mich sonst weiter nerven. Und auch einfach den Namen. Den Namen kannst du auch einfach in die Beschreibung schreiben. Nein, dazu bin ich zu faul. So. Genau, und bevor die Leute mich noch mehr voll nölen, weil ich nichts mache, was die wollen, werden wir jetzt einfach das Video beenden und ich werde meinen Pflichten nachgehen als Supporter und Kekse halt. Und diesmal haben wir ja nicht mal die Brücke vergessen. Das ist gut. Genau. Hast du das Video überhaupt hochgeladen? Nö. Vor 2? Kommt noch. Achso, kommt noch. Aber bitte vor 3. Nicht wie bei MVSRP, wo du zuerst Infos Video zu Folge 3 machst und dann Folge 2 kommt. Tja. Genau. So, dann sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal, gell? Beim nächsten Show. Oder ähnliche Minigruf-Zeug oder ja. Anderen LPs. Aber was ich jetzt hatte, ich hatte keine Frames, Frames, keine Ahnung, Einbrüche. Ja, da geht's dir besser als mir, weil ich laufe jetzt mit 10 FPS rum. Nicht mit 30. Ja, das letzte Mal ging's ja beim V2 und so, musste ich ja da und Cut machen. Deswegen lade ich die Folge wahrscheinlich auch nicht hoch, dann mache ich sie nochmal alleine. Ja. Mit Brücke. Aber ich schneide so viel rein. Mit Gesprächen. Boah, ich erzähle es einfach nach. Nee. Also ich habe hier durchgehend 10 FPS. Könnte aber auch daran liegen, dass ich eben noch Camtasia offen habe. Im Hintergrund. Ja, komm. Aber die Folge ist jetzt eigentlich auch schon zu Ende. Genau, das stimmt. Wir reden gerade sinnloses Zeug. Deswegen sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal in Minecraft oder in anderen Spielen. Und bis dahin freut euch Kekse und bleibt eben keksig. Ciao. Ciao.